Hast du super Kräfte? Da muss man doch schon ein bisschen was erwarten, ne? Na, komm schon. Finden Sie den Sanitäter, um ihm zu sagen, dass Sie die Vorräte zurückgebracht haben. Hallo, ich habe die Vorräte zurückgebracht. So, das macht dann 20,75 Euro. Plus Versandkost. Da oben. Oh Mann! Yes, wir haben ihn. Ach cool, jetzt springen wir schon rüber. My goodness, los! Ja, natürlich, dann lande ich direkt wieder an so einem Ding. Immer dann, wenn ich nie will. Wir haben heute viele Leben gerettet. Kommen Sie zu uns. Natürlich. Feldmedizin, Mission abgeschlossen. Neue Nebenmission und bis zum nächsten Upgrade. Ihr Karma ist unverändert. Klinik freigeschaltet. Dann halt den Backen. Nein, nein, nein. Sag meinem Sohn hier irgendwie rein. Werde ich garantiert nicht tragen. Denn ich werde deinen Sohn zu meinem Sohn machen. Und ich werde ihn lieben. Nämlich gar nicht. Denn ich bin böse. Richtig böse. Oh, Leute, mein Anblick ist doch nicht so fatal. Vielleicht müsste doch mal zu mir ist eine Schönheitschirurg. Bitte hier. Oh nein, hab ich die Happy Hour verpasst? Jep, hasse, ich hab alles leer gesoffen. Ha! So, wen haben wir denn hier? Bombenangst, der sieht aus wie Sieg, nur eben dunkel. Ich habe an der Mauer etwas gefunden. Vielleicht ist es nichts, aber man kann in dieser Stadt nicht vorsichtig genug sein. Oh, so hell. Untersuchen Sie das Objekt an der Mauer. Na toll. Entladen Sie die zweite Bombe, indem Sie L2 entschärfen. Mit L2 entschärfen. Ja, muss einem ja auch gesagt werden, also. Hui. Sieg. Sieht aus, als bastle jemand aus Explosionskernen Bomben. Na, umso mehr kannst du sammeln, oder? Stimmt auch wieder, aber trotzdem doof. Wenn du dann in eine reinläufst, sind direkt 5 weg. Erst der rote, dann der blaue Draht. Bombenopfer verhindern. Andere Straßenseite. Diese Explosionsscherbe wird eine leichte Aufgabe. Es gibt noch genug andere Scherben, Cole. Du musst nicht über diese Leute herfallen. Da muss ich. Gib mir deine Scherbe, Dicker. Die gehört mir. Komm her. Nein, nein. Werden Sie gar nicht unverschämt. Stehen bleiben. Hau ab. Hey, Cole. Ich habe meine Kontakte spielen lassen. Aber bisher habe ich nur Betrans Befrager aufgespürt. Er gewinnt gerade beim Blackjack. Geht aber sicher später zu Wolf. Ich würde ja dranbleiben. Aber er hat mich gerade angebaggert. Schick mir die Adresse des Casinos. Ich folge ihm über die Dächer. Er wird mich nicht sehen. Die Leute schauen nie nach oben. Oh, gute Idee. Was
du nicht blassen kannst. Ah, diese Schmerzen bringen mich noch um. Ah, nee, ist doch nur eine Scherbe. Okay, ich habe mich ein wenig geirrt. Ja, diese Schmerzen bringen mich um. Weißt du, was ich umbringt? Ich. Ja. Böse. Gibt es noch weitere Nebenmissionen jetzt? Nein, im Moment nicht. Aber weitere Explosionsscherbe. Lecker. Aber es gibt ja echt einige, ne? Und vor allen Dingen, ich habe jetzt schon so viele Energiepunkte. Das ist jetzt schon der Hammer, finde ich. Ups. Entschuldigung. Ah, da oben. Da oben auch noch. Lohnt sich ja hier richtig. Ah, da hinten war noch eine, wusste ich doch. Ah, ich sehe schon wieder eine Explosionsscherbe hier rumwandern. Mit irgendeinem Passanten. Nix da, das sind meine. Ah, da. So, ja. Ah, Freunde, ihr kennt die Nachrichten. Habt die Bilder gesehen? Empire City ist nur noch eine qualmende Ruine. Dem Erdboden gleichgemacht durch die Macht eines einzigen Mannes. Cole McGrath. Dieser Name wird für immer berüchtigt sein. Es ist meine traurige Pflicht zu melden, dass dieser Schurke nach New Marais gekommen ist. In meine Stadt. Keine Sorge. Die Miliz ist so stark wie nie. Meine Soldaten sind bereits auf der Jagd nach Cole McGrath. Und wir werden siegen, wenn wir zusammenarbeiten. Wo er auch auftaucht, erhebt euch und steinigt ihn in den Straßen. Es ist unser gottverdammtes Recht, ihn zu vertreiben. Jeder, der diesem Monster hilft, ist ein Verräter an der Miliz, an seiner Art, an Gott selbst. So fällt auch die Strafe aus. Wer diesen gefährlichen Verbrecher sieht, sollte Kontakt vermeiden und den Notruf der Miliz wählen. Möglicherweise steht euch eine Belohnung dafür zu. Unser Überleben hängt von euch ab. Call 55501333. Und jetzt ist mein Energiesplitter weggegangen. Manno, nur weil du immer so viel zu plappern hast hier. Da ist er doch. Komm, na. Gib mir den Splitter. Dankeschön. Es tut so weh. Ist mir egal. Ich habe verstanden, ihr habt Schmerzen. Ist mir aber auch egal. Weiter geht's. Na, war doch noch. Oh, was ist los? Wo? Hallo? Geht euch gut hier? Ach, da, natürlich. Nein! Oh. Der lebt ja immer noch. Mann. Ah, verflixt. Da ist mir doch ein kleines Missgeschick passiert, natürlich. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ah, immer schön im Auge behalten. Da. Noch ein wenig und... Jawoll! Hm.
Eine Bombe. Was? Auch wenn ich nicht da bin, geht die hoch. Ja. Gnade! Niemals! Oh, das war der falsche. Wo ist er denn jetzt? Ist schon weg. Naja, was soll's. Hallo Leute, ich bin's. Also lauft, was das Zeug hält. Denn ich bin Cole. Und ich bin cool. Ich bin der Cole. Coole Cole. Fahrt zur Hölle. Fahrt alle zur Hölle. Richtig. Suppi, noch ein Schwäbchen. Nimm ihn mal ein Stück mit. Jetzt fahr auch. Tüt, tüt, tüt. Ja, fahr doch. Ja, der Sonderling. Was machst du denn da? Was? Der Splitter hört wieder. Ich bin mir gar nicht schwierig. Ach, Moment. Ne? Warum hat mich noch keiner gerettet? Ja, vielleicht weil du so ein Störfaktor bist. Oder einfach nur ein Griesgram. Man weiß es nicht. Ich bin harmlos. Ich nicht. Ah, da war so einer mal in die Folge gegangen. Hussa! Jetzt doof. Werden Sie ja nicht unverschämt. Ich kann ja mal ein bisschen grapschen. Werden Sie ja nicht unverschämt. Oh, über, ui, über Kisten kann er alleine springen. Du mit deinem dummen Schild. Geh mir nicht auf den Keks. Yeah. Puh. Ah. Jetzt muss ich hoch. Jetzt noch ein bisschen aufladen, beziehungsweise mal hier das rote Gewürm da wegmachen. Ah, ja, da sind wir doch richtig. Wolfsjagd oder Wolfesjagd? Nehmen wir doch mal. Komm. Und los geht's. Ich bin in Position über dem Casino. Gib Bescheid, wenn er losgeht. Das kann dauern. Er scheint eine Glückssträhne zu haben. Die wird sich bald ändern. Oh, nee. 3 Stunden später. Bäh. Okay, er geht los. Bleib in Deckung. Wie holen wir Wolf raus, wenn wir wissen, wo sie ihn gefangen halten? Ich habe von der Miliz einen Truck organisiert. Special Agent Kuo stiehlt doch nicht etwa Autos. Paragraph 150 des Strafgesetzbuches besagt, dass ein Gesetzeshüter ein Zivilfahrzeug beschlagnahmen darf, um einen Verdächtigen zu fassen oder ein Verbrechen zu verhindern. Strafgesetzbuch. Was ist denn jetzt?
Entweder ich bin blind oder... Ja, machen wir nochmal. Folgen Sie dem Frager, um herauszufinden, wo Wolf festgehalten wird. Wo ist das denn? Ich sehe ihn doch jetzt schon nicht mehr. Jetzt mal im Ernst, wo ist der? Nee, jetzt gibt's doch nicht. Hallo. Ach, da hinten. Na. Jetzt sehe ich ihn, meine Güte, der ist ja echt schnell zu Fuß, muss man sagen. Der Befrager geht in das hellbraune Haus auf der 8. Straße. Da kommt man nicht mit dem Wagen raus. Die Miliz hat die Straßen am Kanal gesperrt. Okay, du holst Wolf. Ich beseitige die Straßensperren. Okay, mach schnell. Schnell, die ist hier gleich schon weg. Oh oh, ich auch. Er blutet! Oh, du Krankenwagen! Die erste Straßensperre geräumt. Jetzt kommt die zweite. Gut, ich bin fast im Haus. Es wird schnell gehen, Cole. Mach dich bereit. Natürlich. Okay. Was? Ja. Was geht denn hier falsch?